Knapp einen Monat vor der Regionalwahl in Katalonien werden heute die Kandidatenlisten veröffentlicht. Bei den Unabhängigkeitsbefürwortern stehen viele Altbekannte vorn. Weniger als einen Monat hatten die Parteien Zeit, um ihre Listen aufzustellen. Und der Wahlkampf wird ebenfalls im Zeitraffer ablaufen müssen. Erst am 5. Dezember beginnt er offiziell. Darauf folgt aber gleich ein langes Brückenwochenende mit dem 6. Dezember, dem Tag der Verfassung, und dem 8. Dezember, dem Tag der unbefleckten Empfängnis. Am Montag, den 11. Dezember, dürfte es also richtig losgehen. Kontinuität bei den Unionisten, daher werden die Wähler nicht böse sein, wenn die meisten Parteien schon bekannte Kandidaten an den Start lassen. Der Leitfaden von der Zentrumspartei Ciudadanos, die für die Einheit mit Spanien eintritt, ist damit auch ganz offen die Kontinuität. Die 36-jährige Anwältin Ines Arrimadas wird wieder die Liste der stärksten Oppositionspartei führen. Auch die konservative Partei Partido Popular, PP, von Spaniens Ministerpräsident Mariano Rajoy geht auf Nummer sicher und setzt wieder auf Xavier Albiol. Weiter unten auf der Liste stehen die rein symbolischen Kandidatinnen Alicia Sánchez Camacho, die im Präsidium des spanischen Abgeordnetenhauses sitzt, und die Gesundheitsministerin Dolors Montserrat. Da die PP für viele Katalanen mit der Unterdrückung der Franco-Diktatur in Verbindung gebracht wird, fährt sie traditionell eher niedrige Ergebnisse um die 5% ein. Gemeinsame Argumente: Dritte im Bunde der Unionisten ist die sozialistische Partei PSOE, die ebenfalls den bisherigen Abgeordneten Miquel Iceta als Top-Kandidaten aufgestellt hat. Auf der Liste stehen zudem ehemalige Mitglieder der Demokratischen Union für Katalonien. Obwohl die drei Parteien politisch sehr unterschiedliche Linien vertreten, haben sie zwei Argumente gemeinsam: die Kritik an der Unabhängigkeit Kataloniens und die Flucht der Firmen aus der Region.